So, hallo. Heute will ich euch zeigen, wie man ein Rechteck häkelt. Und das Rechteck, das fangen wir in der Mitte an. Dazu machen wir hier eine Luftmaschenkette, häkeln einmal dran lang, gehen drumherum und auf der anderen Seite zurück. Wir werden dann hier in den Ecken viermal in jeder Runde zunehmen. Wie das im Einzelnen geht, zeige ich euch jetzt. Ich mache nur ein ganz schmales Rechteck, dass wir immer schnell an die Ecken kommen, dass ich euch das besser zeigen kann. So, das soll reichen. Hier oben in die zweite Luftmasche gehen wir jetzt gleich am Anfang zweimal rein und in die anderen jeweils ganz normal in jeden eine feste Masche. Und hier in unserer ersten Luftmasche, wir wollen jetzt hier an der Seite ja zurückhäkeln. Wir müssen hier oben um die Kurve kommen. In die erste Luftmasche gehen wir hier viermal dazu rein. Eins. So, das ist die vierte. Jetzt können wir hier dran zurückhäkeln. Immer eine feste Masche hier rein. So. Jetzt sind wir hier wieder bei unserer ersten Seite, ersten kurzen Seite angelangt. Da sind wir ja am Anfang zweimal reingegangen und da gehen wir jetzt auch zweimal rein. Und schließen das Ganze mit einer Kettmasche. Um ein perfektes Rechteck zu bekommen, können wir jetzt hier nicht in Spiralen, immer in Runden häkeln, sondern wir müssen jede Runde mit einer Kettmasche schließen. Die neue fangen wir dann mit einer Luftmasche an, drehen um und häkeln einmal in die andere Richtung. Und hier arbeiten wir jetzt unsere erste Ecke rein da. Für die Ecken machen wir immer in einer Einstichstelle eine feste Masche, eine Luftmasche und eine feste Masche. Das ist unsere erste Ecke. Jetzt geht es rüber zu Ecke 2 und 3. Sind hier oben diese beiden zwei und da kommt die dritte Ecke rein. Hier müssen wir jetzt erstmal noch eine feste Masche machen und hier oben kommt die Ecke rein. Feste, eine Luftmasche und eine feste in die gleiche Einstichstelle. Hier auch noch mal eine feste, eine Luftmasche und eine feste in die gleiche Einstichstelle.
Da war der Faden nur halb gefasst. So, hier am Anfang liegt jetzt unsere letzte Ecke. Und da gehen wir auch rein mit feste Masche, Luftmasche und nochmal hier rein mit einer festen Masche. Jetzt wollen wir mit einer Kettmasche die Runde beenden und gehen nicht wie gewöhnlich in die erste Luftmasche rein, wie wir es gleich bei allen anderen Runden machen werden, sondern wir gehen hier eine weiter rein und schließen mit einer Kettmasche. Für die neue Runde Luftmasche und eine feste Masche. Und dann haben wir hier für die kurze Seite insgesamt eigentlich zwei feste Maschen. Die erste Luftmasche zählt als erste feste Masche und die zweite, die ich jetzt gehäkelt habe. Und dann kommt hier die erste Ecke. Und da wieder feste Masche, Luftmasche und eine feste Masche in die gleiche Einstichstelle. Jetzt müssen wir hier bei der Ecke nur aufpassen. Man könnte fast meinen, ich kann da reingehen, aber hier vom Häkeln, da versteckt sich meine erste feste Masche drunter, die hier. So, jetzt geht es rüber bis zur anderen Seite. So, hier kommt jetzt wieder eine Ecke hier. Feste Masche, Luftmasche, feste Masche. Da hatten wir zwei feste Maschen. Hier kommen jetzt auch zwei feste Maschen hin. Eins, zwei und da ist wieder die Ecke. Eins, zwei und eine Ecke. Da haben wir jetzt wieder die letzte Ecke dieser Seite. Feste Masche, Luftmasche, feste Masche. Hier hatten wir ja schon zwei feste Maschen gemacht gehabt. Also einmal die Luftmasche, was als feste Masche zählt, dann die feste Masche. Wir können jetzt sofort zur Runde schließen und gehen jetzt auch in die erste Luftmasche rein, um die Runde zu schließen. So. Jetzt für die neue Runde wieder eine Luftmasche und machen hier eine feste Masche und dann kommt hier die erste Ecke. Wir bekommen durch die Zunahmen in den Ecken auf jeder Seite in jeder Runde immer zwei Maschen mehr. So hatten wir an der kurzen Seite eben in der Vorrunde zwei feste Maschen und machen jetzt an der kurzen Seite vier feste Maschen.
So, da ist unsere Ecke da. Da muss ich noch hier eine feste Masche machen. Und hier kommt jetzt meine Ecke rein wieder. Feste, Luft und feste. Und für die kurze Seite jetzt 4 feste Maschen. 1, 2, 3 und 4. Und da kommt wieder eine Ecke rein. Feste Luftmaschen. Feste. So, jetzt die Längsseite. So, da ist wieder die Ecke hier. Da. Also hier nochmal eine feste Masche und hier die Ecke rein. Feste, Luftmasche und feste. Und wenn man jetzt überlegt, hier am Anfang, da hatten wir feste Masche, die Luftmasche für die feste Masche. 4 müssen wir haben, also müssen wir jetzt hier noch 2 feste Maschen reinmachen. 1, 2 und die Runde schließen mit einer Kettenmasche in die erste Luftmasche. So, und jetzt können wir die neue Runde wieder beginnen. Das ist jetzt wieder unsere erste feste Masche. Zwei, drei, vier. So, hier haben wir die Ecke. Und immer schön hier in den Ecken auch aufpassen, dass man hier den nicht vergisst. Hier sieht man schon richtig schön, dass da die Ecke ist, da oben. Also noch 2 Stück. Und dann die Ecke arbeiten. Und auf dieser kurzen Seite hatten wir vorhin 4, da haben wir jetzt 6. Und dann wieder eine Ecke da.
So. Da sieht man es wieder schön. Da ist unsere Ecke. Noch zwei feste Maschen. Dann kommt die Ecke da rein. Feste Luftmaschen. Feste. Und hier kommen noch zwei. Und dann können wir auch diese Runde schließen. Und so könnt ihr jetzt weiter häkeln, bis euch das Rechteck groß genug ist. So. Und man sieht, wie schön rechteckig das ist. Danke fürs Zuschauen und tschüss.